Sehr gut. Also einfach ganz tief einatmen. Und ausatmen. Und stellt euch vor, dass ihr wirklich alles, alles vom Tag loslasst. Den ganzen Stress, den ihr aufgesammelt habt. Die ganze Aufregung. Alles in den Boden abfließen lassen. Und dann stellt ihr euch vor, dass ihr an eurem Lieblingsort auf der ganzen Welt seid. Und ihr schaut euch um, was für Wetter da ist, ob die Blumen schon blühen. Vielleicht kommt auch ein Windhauch. Und ihr seht vielleicht Bäume oder Blätter. Und dann von eurem Lieblingsort führt ein Pfad durch ein kleines Wäldchen. Und ihr geht den Pfad entlang und ihr spürt den Boden unter euren Füßen. Und ihr hört es vielleicht rascheln im Laub. Oder der Wind geht durch die Bäume. Und ihr lauft weiter durch den Wald, bis ihr an so eine kleine Lichtung kommt. Und auf der Lichtung steht ein Garten. Das ist euer persönlicher Garten, euer Rückzugsort, wo ihr immer hinkommen könnt, wenn ihr wollt. Und ihr geht durch das Gartentürchen und schaut euch im Garten um, wie euer Garten im Moment ausschaut. Wie ist da das Wetter? Das ist oft ein Rückschluss auf die eigene Stimmung. Und was für Pflanzen blühen oder ob es verwelkt ist. Und dann könnt ihr auch schauen, ob ihr plötzlich hinter euch, wenn ihr euch umdreht, ein Tier seht. Euer neues Krafttier. Können auch mehrere sein. Kann auch sein, dass Vögel über euch fliegen. Und es kann auch ein Fabelwesen sein. Und dann könnt ihr kurz fragen, wie es heißt. Und wobei es euch in der jetzigen Situation hilft. Und dann könnt ihr das Tier fragen, ob es noch irgendwas gibt, was ihr gerade im Moment wissen müsst. Und dann könnt ihr das Tier bitten, dass ihr auf seinen Rücken reiten könnt. Und wenn es ein kleines Tier ist, dann könnt ihr es einfach vergrößern, sodass ihr bequem drauf passt. Und dann bittet ihr das Tier, dass es euch durch ein Erdloch oder durch einen Tunnel auf die andere Seite bringt. Und dann geht ihr praktisch durch das Tunnel durch oder durch ein Wurzel-Erdloch und kommt auf der anderen Seite raus wie Alice im Wunderland. Und da seht ihr eine Wiese und einen Bach. Und auf der anderen Seite vom Bach steht eine kleine Hütte. Und das Krafttier bringt euch über den Bach zur Hütte. Und vor der Hütte steht ein alter weißer Mann. Und das ist der Kindi, der Pflanzenlehrer. Und mit dem könnt ihr euch jetzt eine Weile unterhalten und könnt ihm alle Fragen stellen, was ihr habt. Ihr könnt ihn fragen, was eure persönliche Heilpflanze ist, was euch bei einer bestimmten Krankheit hilft. Und ihr könnt ihm auch alle anderen Fragen stellen.
Und ihr könnt auch fragen, ob es noch irgendwelche weiteren Pflanzen gibt, die euch helfen oder die eure Heilpflanzen sind. Und dann sagt mir, wer fertig ist mit seinen Fragen, oder? Sehr gut, dann bedankt euch beim Kindi und ihr wisst, ihr könnt jederzeit wieder zum Kindi zurückkommen, wenn ihr irgendein gesundheitliches Problem habt oder irgendwie was wissen wollt, welche Pflanze euch hilft für irgendeine Krankheit. Und dann verabschiedet euch und bittet das Krafttier, dass es euch wieder zum Garten zurückbringt und steigt auf den Rücken vom Krafttier und das geht durch den Tunnel zurück in den Garten und dann bedankt ihr euch beim Krafttier und fragt das Krafttier, was es gern möchte als Belohnung oder so essen oder was ihr ihm geben könnt. Dann werft ihr noch einen letzten Blick in den Garten. Geht aus dem Garten raus, macht die Tür hinter euch zu und lauft den Pfad durch den Wald entlang, zurück zu eurem Lieblingsplatz. Und dann genießt ihr es einfach noch mal kurz, an eurem Lieblingsplatz auf der ganzen Welt zu sein und die Sonne auf euch drauf scheinen zu lassen. Und dann könnt ihr in eurem Tempo langsam zurückkommen und euch Notizen machen zu allem, was ihr da auf der Reise erfahren habt, damit ihr es nicht vergesst.